Herzlich willkommen zu Teil 1 der Reihe Stochastik, Wahrscheinlichkeiten und Statistik. In diesem ersten Teil möchte ich einen Überblick über die gesamte Reihe geben. Die Stochastik besteht aus zwei Hauptgebieten, nämlich der Wahrscheinlichkeitsrechnung, auch Wahrscheinlichkeitstheorie genannt, und der mathematischen Statistik. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung befasst sich mit Zufallsgeschehen und der Modellierung zufälliger Prozesse. Beispiele dafür sind das Werfen von Würfeln, der Münzwurf, radioaktive Zerfälle und viele andere. Die Statistik beschäftigt sich mit Grundgesamtheiten oder Populationen und der Untersuchung, wie häufig bestimmte Merkmale in den Grundgesamtheiten ausgeprägt sind. Beispiele dafür wären die Einkommensverteilung in der Bevölkerung, die PISA-Studien zu Schulleistungen von Kindern, Wahlprognosen und viele weitere Beispiele. Die Angabe von Wahrscheinlichkeiten und die statistische Auswertung von Populationen sind grundlegende und wichtige Verfahren in vielen Bereichen von Wirtschaft und Wissenschaft, wie zum Beispiel Naturwissenschaften, Physik, Biologie etc., Betriebs- und Volkswirtschaft, Soziologie, Psychologie, Medizin, Politik. Es gibt kaum einen Bereich von Wirtschaft und Wissenschaft, wo nicht an der einen oder anderen Stelle statistische Verfahren zur Anwendung kommen oder mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird. Wir werden im Verlauf dieser Videoreihe zahlreiche Themen besprechen aus dem Bereich Stochastik. Wir beginnen mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung, betrachten zunächst einfache Zufallsexperimente wie Würfeln, beschäftigen uns dann auch mit der Addition und Multiplikation von Wahrscheinlichkeiten, betrachten Ereignisbäume, bedingte Wahrscheinlichkeiten, dazu auch den Satz von Bayes. Wir werden dann zur Statistik übergehen. Ich werde Grundlagen und Begriffe einführen, wie Mittelwert, Varianz, Standardabweichung und viele andere. Und wir werden uns wichtige Standardverteilungen aus der Statistik anschauen, wie die Gauss-Verteilung, die Poisson-Verteilung und andere. Soviel zur Kurzübersicht über die Reihe. Im nächsten Teil beginnen wir mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Vielen Dank.